Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge TTT. Und wir sind immer noch in der gleichen Aufnahmesession, daher auch wieder mit den gleichen Leuten wie beim letzten Mal. Da hätten wir zum einen den Erwin, Hallo. dann den Angus LP Ei Gude. und unsere ja, weibliche Unterstützung oder Mitspielerin, die Strohhütchen. Hallo, wunderschönen guten Tag. Ich bin die Quotenfrau. Genau. Ich wollte es so erst nicht formulieren und dann dachte ich mir, ach, Also ich finde euch nicht. Ich verlaufe mich hier die also ganze wir sind Zeit. hier auf übrigens Sagte auf er und war der, trading. wir sind hier übrigens auf Nee, irgendwas sollte der los. Map von, wie heißt der nochmal, von Ah, Pan warte, ich Sartre, hab's gefunden. genau. Okay. Warte, 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 Hier warte, sind ein warte, warte, paar warte, warte, Easter warte. Eggs. Hier. Hast was Neues? Sorry, das ist geil. Ich feier das. Was habt ihr denn gefunden? Was habt ihr für einen Ah, Spray? lol, ja, das ist gut. Nice. Der hat was an die Wand gesprüht. Das Ach ist. so, ach so, ach so. Was an die Wand geschmiert. So, so, fertig. Sieht man leider nicht. Ah, genau. Hier habe ich schon mal ein Easter Egg. Das seht ihr schon mal jetzt bei mir. Das ist. Ja, wenn ihr auf meinen Kanal geht, seht ihr das von der Also Bahn. bei mir seht ihr vom Curryman, The Currywurst in the World. The Currywurst in the World? Genau. Currywurst in the World, genau. Wo ist denn das? Das ist hier hinten beim Außen. Backstein, bei dem Schornstein. Da musst du unten dich hinstellen, da siehst du das. Genau, und die Bahn ist So. dann in so einer Seitengasse, musst du einfach nur reingucken, dann siehst Ich komme hier nicht raus, das ist das du. Ja, das Schlimme. ist schlecht. So, dann eben beim Tobi im Zimmer, da war ich schon drin, da habe ich ein bisschen randaliert. Ich hoffe, der Tobi verzeiht mir das. Der wird das aber so in Bestimmt. dieser Folge wahrscheinlich niemals sehen. So, da sind wir hier beim Maisschiss und ja, haben wir hier genau die, ach, wie nennt sich das nochmal hier, diese Vereinigung, diese Wrestler-Vereinigung, WWW, WWO irgendwas. oder Ja, keine WWE Ahnung. oder Ich kenne mich ja damit überhaupt nicht aus. oder WKW. WWW, warum Ja. stotterst du die E? Genau, Okay, ja. genau. Jo, das hätten wir dann, das ist das zweite Easter Egg und genau die Pan, wo war die denn nochmal gewesen? In so einer Seitengasse unten, also draußen, und dann musst du in so Ach, ja, richtig. Und dann irgendwo, war denn der Kronk auch noch irgendwo hier? Onks Venture steht hier an einer Wand Hm. im Gebäude. Das ist dieses Adventure, was der Pan Sartre gemacht hat. Gibt es zwei Teile? Ich glaube, einmal Onks Venture und dann noch irgendwas wegen Weihnachten. Gab es nochmal so ein anderes? Das fand ich eigentlich sogar noch lustiger. Kann man sich kostenlos runterladen auf der Seite von Pan Ah, Sartre. genau, Boah, hier schon ist. Werbung. Ja, lieber Pan Sartre. Ja, so, hier haben wir die Pandoria, genau. Das sieht man aus meiner Perspektive so bedingt gut als Sängerin, jetzt im Handel. Genau. Genau, und dann der Kronk. Moment, das muss ich nochmal gerade suchen. Wo haben wir den Kronk nochmal? Da, wo man auf den Dachboden kommt, auf der Seite ist es an der Wand. Leben Okay. eigentlich noch alle? Also Ja, Strohhütchen? ich bin noch da. Erwin? Erwin? Ah. Okay. Ah, da war War schon einer. Strohhütchen fleißig oder Ja, wer ich glaube war schon, es? weil du hast ja die Easter Eggs abgesucht, also Ich dann suche okay. immer noch den Kronk gerade. Ich bin irgendwie ein bisschen blöd. Ah, hier ist, glaube ich, noch das eine Logo von Pan Sartre, ne? Ja, Ja. das ist dieser gehörnte, dieses Ja, gehörnte Fell da. genau. Ich suche als die Wohnung von Tobi, aber ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Ich muss auf die andere. Ja, ist definitiv Strohhütchen. Alles Ich bin klar, ja, leider ich habe gerade gerade in die was gehört. Bombe rein und bin so low. Die ist in einem der Häuser unten reingerannt. Low, 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 low. Und hier ist, glaube ich, ja, hier ist Erwin. Gut, Wo ist komm er denn? Strohhütchen. Ja, da wo auch die Strohhütchen reingelaufen Ja, ist. das ist Ich, schön, aber sag mir doch mal, wo du bist, dann komme ich helfen. ja, ich stehe gerade jetzt hier draußen vorm Haus. Ich weiß aber jetzt auch nicht mehr genau, wo die jetzt ist. Die Ach ist in einem so, der ach, da Häuser. bist Ah, du. da bist du. Die ist eben hier reingelaufen. Zwar. Alles klar. Und die ist, glaube ich, noch oben. Da hinten liegt irgendwo der Erwin. Und ja, aber wo die genau entlang ist, weiß ich jetzt leider nicht. Uff, Basse. Der Hushed Mode Overtime. Ja, jetzt läuft ihr die Zeit davon. Eigentlich müssten wir nur noch Ah, weglaufen. wart Ja. ihr schon vorbei? Ja. Ich habe euch nicht gefunden auf dieser Map. Das war so Du bist so furchtbar. schön an mir vorbeigelaufen. Ich war mir aber nicht hundertprozentig sicher und dachte einfach, ich laufe dir jetzt mal hinterher. In dem Moment zündest du die Scheißbombe. Und ich denke mir so, nein.
Hätte ich das gewusst, hätte ich besser gezielt. Ja. Hättest du einfach nur nach hinten wegschmeißen müssen. So, jetzt muss ich nochmal. Ich hab ja nichts gesehen. Hallo also... Michael. Sorry, ich konnte jetzt die ganze Zeit nicht reden. Erstmal Scope Master. Wir spielen auf dem Privatserver. Und dann hallo Michael. Ja, hallo Michael. Hallo. Hallo. Ich wo ist auch, kannst, ach, jetzt. Nee, ist der Erwin. Engels, kannst du mir nur ganz schnell kurz zeigen, wo jetzt hier dem Krux seins ist? Ich hätte das gerne in meinem Video auch zu. Das, ja. Warte. Ich möchte es auch sehen, aber ich mache nichts. Ich guck also, mal gerade. Aber jetzt wird Traitor bitte jetzt echt gerade nicht killen, sonst raste ich aus. Du rastest es immer aus, wenn der Traitor dich killt, dass du selber Traitor bist. Ja, ja. Warte, ich muss kurz gucken, war das jetzt hier? Ja, hier. Ich habe noch keine Waffe gefunden, ich bin ungedeckt. Ongs Venture, cool. Ja, genau. Oh, nice. Genau, ja, cool, dann haben wir jetzt definitiv in der Folge alle. Ja. Alle Easter Eggs. Ja, jetzt haben wir alles drin. Jetzt kann ich getötet werden und ich habe keine Waffe. Nice. Ja. Jetzt. Ey. Kann ich da durch? Nein. Nee. Nein. Also ich glaube nicht. Oh, ich habe eine Waffe, sehr schön. Ich bin glücklich. Jetzt könnt ihr mich mal. Nee. Könnt ihr nicht? Morgen vielleicht. Sehe ich nicht. Oh, morgen. Ja, nur wenn es Bratkartoffeln gibt. Morgen ist Bratkartoffeln. Ich dachte Kartoffelsalat. Kartoffelsalat? Oh ja, Kartoffelsalat und Bockwürstchen jetzt, ey. Oh. Ich möchte grillen. Wer grillt mit mir? Ich möchte grillen. Lass uns morgen irgendwo. Oh, das war auf den Sonntag gucken. Nicht schon wieder. Nee, geht ja nicht, ist ja Dings. Ist ja. Ist der verkaufsoffener Montag, ne? Ja, genau. Ja, Achso, man muss sich ducken. Hört ihr das auch? Was denn? Hört ihr das nicht? An. Nee, ich hab nicht die Stimme. Nee, sag mal ganz still. Ja, sag mal ganz still. Ja, ja, du bist Traitor, ich weiß. Ha. Da war ich doch eben erst. Nee, horch mal hier. Ich hör das auch. Horch mal. Das ist der Wind, der durch die Ritzen pfeift. Ja, und der schreit, oder was? Keine Ahnung. Hast du nicht gerade gehört? Keiner. Doch. Ich bin doch nicht besorgt. Warte, sei mal still. Das hört man doch, verdammt. Was hört man denn da? Ich höre nur den Wind. Ja, ich auch. Seid doch mal schnell jetzt. Man hört es. Ach ja, doch, ein bisschen. Das ist jetzt der Wind gewesen gerade bei mir. Oder war das... Okay. Das war... Hört es sich an wie die MP-Rohr. Ja, ist klar. 1:1, original. Aber 100 pro. Ich sag ja, er ist sexy auf Stimme. Ja, das bin Warum ich. Warum liegt hier ein Baby? Hier liegt ein Baby im Bad. Aha. Badewanne. Ach nee, das ist ja der Geil. Warum? Nee, ich glaube, das kann aber sein, das ist Teil des also der Map ist. Glaube ich eigentlich auch, ja. Okay. Ich glaub's mal. Hat jemand sein Baby im Bad vergessen? Oh. Passiert. Also, ach, das macht man heutzutage so. Ja, ne? Das ist gehört. Erstmal ordentlich einweichen lassen über den Tag oder über den Abend. Denn. Ich dachte, die Erziehung hätte der Fernseher übernommen. Jetzt ist es schon das, die Badewanne, okay. Ja, für wie viele Leute, die keinen Fernseher leisten können, ja klar. Eine Badewanne hat ja fast jeder, da kommt man dran. Genau, richtig. Stand noch irgendwo mal hier irgendwelche komischen Namen? Wow. Ja, an den Türen, ja, da ist schon. Hier sieht's ja aus wie Dresden 45. Das kann nur Tobis Apartment sein. Das sieht aber echt übelst aus, vor allem dann auch mit diesem, dass sie diese Anspiele auf diesen Maisschiss, diesen Maiskolben da im Klo, das ist einfach so nice. Jo, nee, wollte ich nicht. Ja, keine Ahnung, der Traitor, der hat nur noch eine Minute und 17 Sekunden. Ja, ist doch super, also mich stört das jetzt nicht. Nee, ja, mich auch nicht. Schuldchen, du musst dir mal langsam... Nee, ich war doch eben erst. Genau. Ich kann auch nicht schon wieder sein. Ich hab da so einen anderen in Verdacht. Mich? Mhm. Okay. Angus? Ja, mich wahrscheinlich wieder natürlich. Wer sonst? Wie immer. Aber ich hätte natürlich schon längst jemanden töten können. Hab ich aber nicht. Hätte jeder. Weil du dich sofort können. Verdächtig gemacht hättest. Ja, genau. Stimmt. Ah, ich kann ja auch mal falsch liegen. Ist ja kein Problem. Genau. Ja. Irren ist menschlich. Hallo, wer ist da? Ich. Okay. Oh, wer ist da? Hallo, ich bin das. Angus. Okay. Oh, ihr hängt alle auf einem Punkt, wunderbar. Also wenn ihr gleich... Oh, scheiße, nein!
Du blödes Schau! Wer denn? Ah, okay, Engel. Das hat nicht geklappt. Nee, das ist scheiße. Beim Radar findest du hier keine Sau. Ja, weil die Leute sich so schnell bewegen. Deshalb dann in der Zwischenzeit sind die wieder weg. Ja, pass mal auf, was jetzt gleich passiert, oder? Passiert es noch? Nee, ich hab dich getroffen. Ich hab dich getroffen. Doch, du hast mich getroffen. Ja, ich dachte, ich hätte vorbeigeworfen. Ah, diesmal habe ich es gesehen. Außerdem, ich hätte dich dann sowas von verdächtigt, weil du warst gerade in der Nähe und so schnell dann halt den Infected Ball abzukriegen. Ja, das ist, ja. Nee, ich hätte es eigentlich machen wollen, wenn du weggeguckt hast, aber... das ging nicht. Scheiße. Jo, Scheißendreck hier. So, hin oder schnell? Ja, ich auch. Nix. Also, auf jeden Fall. Oh, ja, ach, super. Beim Tobi in der Wohnung lag eine Waffe rum. Das ist praktisch. Was ist gerade explodiert? Nee, ich habe unten im Hof die Fässer entschärft, ja. Engels? Ja. Hast du das mit einem Knopfdruck gemacht oder mit deiner. Was? Das ist keine Schrotflinte. Nee, ich habe mit der Mac 10 da drauf geschossen. Achso. Gesundheit? Ja, danke. Bin mir nicht sicher. Gesundheit. Ich auch nicht. Ich habe so ein Glück, dass ich hier so eine wunderschöne Taste habe zum Deaktivieren des Mikrofons. Ja, das werde ich dann, wenn ich mal endlich mein richtiges Mikrofon, also was ist mein richtiges Mikrofon? Ich will mir ja eins holen mit Phantomspeisung. Ja, also USB-Mikrofon geht das halt nicht. Ja, genau. Mit dem USB-Mikro kannst du das nicht muten. Uppala, hallo, ja, also ich habe mein USB-Mikro auch muten können. Strolzen, warum läufst du hier mit einem Lightsaber rum? Weil ich noch keine Waffe habe. Mhm. Willst du meine haben? Gib mir mal kann eine, ja. Kann ich deinen Bumerang haben? Ich habe keinen. Ansonsten könntest du ihn gerne haben. Danke. Ich werde gleich erschossen von Strohhütchen durch Schrotflinte. Ach Quatsch. Ja. Jetzt, wo ich unbewaffnet bin, bin ich ein leichtes Ziel. Aber ich weiß, wo noch eine Waffe ist. Dann weißt du mehr als ich. Weißt du, wo die Waffe liegt? Toll, in der Badewanne liegt natürlich keine. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ja. Du brauchst mir nichts imprägniere. Hey. Sag doch, hier, guck mal, ich hab eine Schrotflinte. Yeah. Du hast doch gerade eine Schrotflinte gehabt. Wo ist denn die hin? Schrotflinte, was hast du denn in der Hand? Was hast du denn in der Hand? Aha. Nix? Nee, aha. Ich dachte jetzt nicht mehr vom. Au. Ja, was war das jetzt? Der vom Mikrofon weggeflogen oder was? Leute, sich fast so an. Okay, Strohhütchen ist verdächtig. Erwin. Entweder simuliert er wieder oder er ist wirklich Stroh, dann ist es definitiv Strohhütchen. Mm, ja, ah, servus. Ja, ja, ich bin das. Ich renne irgendwie immer in dieselben Ecken. Ich komme mal. Ja, es geht mir genauso. Furchtbar. Aber ich denke mir dann auch, ach komm, ist mir egal, ich muss hier einfach nur die Zeit totschlagen, das ist zwar ein bisschen langweilig. Guck mal, ich habe hier noch ein Easter Egg gefunden, von Pete's Meat, komm mal zurück. Echt? Ja, komm mal her, hier. Hier das, was ich hier anleuchte. Oh, lol. Das ist ja geil. Das kannte ich noch gar nicht. Ach, guck mal, ich auch nicht. Will er dir auffressen. Oh, wie geil, also dann haben wir, das ist doch echt Hammer. Ich glaube, das haben die nämlich bei Gronkh nicht gefunden. Nee. Ah, tja. Geil. Das stand da so. Ah, die ist von oben runtergefahren, der Zug. Von oben kam der. Ja? Okay, ja. Von oben. Ah, ja, nice. Oh, dem bist mir so entgegengelaufen. Oh, das kratzt. Ich hab den. Oh, nein. Ich hab direkt zum Glück reagiert. Und ich geb ihr noch meine Waffe. Ja. Zu dem Vibe. Das hat sie bei der einen Folge hier beim Community Pool auch genauso gemacht. Ich sag ihr noch, wo sie die Waffe findet und zack, ein paar Sekunden später bin ich zack, bumm, tot. Ja, ja. Dieser Frau kannst du nicht trauen. Das stimmt. Bei der Map muss ich eh mal draufhalten, weil ich euch da nicht wieder finde. Dann ist mir auch egal, ob ich erkannt werde oder nicht. Ach so. Ja, das ist eigentlich irgendwo schon richtig, ja. Weil die Map ist halt nee, so groß. Nee, ich finde es halt keinen. Ja doch, nee. Hallo? Nee, bei Ekel ist mal drauf, wenn du suchst. Sind. Ich schon wieder, Enos. Ach komm, jetzt ja, im ernsten Spiel also willst du mich. Und Scheiß, ey. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Können wir abschießen? Noch. Noch okay, Schuhe. Erwin ist es. Warum denn? Du hast nicht gesagt, dass du innocent bist. Ich bin innocent. Zu spät. Ich kam jetzt aber ein bisschen spät. Ja. Ich hab nicht zugehört, ich such eine Waffe, verdammt! Ja, ist mir doch egal. Kauf dir doch eine im Shop. Genau. Schallgedämpfte Katze, du hast doch eine Waffe, du hast doch eine Waffe. Ja, jetzt gerade. Alter, wollt ihr mich verarschen oder was? Ja, komm, Emperor. Das bringt dich aus Protest um. Wo bist du? Okay, Engels hier. Hallo? Nee, Emperor lebt noch, ich hab ihn nicht erschossen. Nee. Ah ja. Das ist Engels, das ist Prinzesschen. Genau.
Lass mich deine Prinzenrolle sein. Alter Schwede. Ja, ja, ist auch noch krasser, wäre einfach nur gewesen, wenn er gesagt hätte, ich hätte eine Prinzenrolle für dich. Ah, wer ist denn hier im Trader-Shop? Erwin? Nein, wir kappen zwischen den Zähne. Das Fleisch von Innocence? Zahnbürstchen. Ja, auch. Das auch. Strohhütchen gleich. Mach. Hier oben liegt auch keine Waffe. Mann, die Schrotflinten sind echt schwer gesät. Ah, Prinzessin Schrot, schießt mal damit bitte. Schrot? Alles klar. Nein, war eine. War okay, war eine echte Diegel. Okay, ja. Ja, war eine echte. Also, ja. Gut. Zeig dir mal eine echte Diegel. Zeig dir mal eine. Alter, hör auf. Ich wollte auch das sagen. Mann. Mit dir spiele ich nicht mehr. Ich lasse nur meine Sprüche. Bist du die kleine Anna? Komm mit, ich zeig dir den richtigen Hasen. Oh, ah, ist diese so Werbung. Dieser Spruch eigentlich? Oder wo ist Klaus? Der war ja so geil. Ah, dann gehen wir schon mal hoch, ein paar neue Stellungen aus. Ja, schön. Die Mutter einmal so, weißt du so. Ja, schön. Ach, macht er doch. Okay. Wie ihr meint. Ah, hier gibt's doch auch einen Trader-Raum. Warum hat den noch keiner ausprobiert? Oder habt ihr den mal ausprobiert? Woher weißt du, dass da ein Trader-Raum ist? Weil ich die Map Trader kenne. Ah. Ja, ja. Ich kann euch sogar genau sagen, wo der ist. Hier oben. Klar. Hier steht T dran, ihr Deppen. Hier, wenn ihr mal hier oben guckt, da steht sogar T. Okay, dann war es aber nicht Strohhütchen, weil die ist bei mir. Wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht. Und, ganz. Okay. Dann ist es Erwin. Dann ist es Erwin, ich töte dich jetzt. Nee, ich bin es definitiv nicht und die anderen beiden sind es, glaube ich, auch nicht. Du bist es. Ich werde verfolgt von Angus, ich möchte nicht. Okay, selbst wenn ich spiele jetzt mal mit. Selbst wenn, das ist auch bloß ein Kill auf Verdacht. Das ist doch verboten. Emperor, ja. Da hast du eigentlich recht, ja. Ich verstecke mich jetzt einfach hier und dann kannst du mich mal. Ich habe hier gerade Vögel gehört, aber Zug höre ich hier nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dir jetzt. Oh, ich habe irgendwann explodiert. Achso, aber willst du wirklich mal wissen, wo. Guck mal. Und zwar da oben. Jetzt hätte ich explodieren gehört. Da oben, wo ich jetzt hinschieße, da ist der Trader-Raum. Da ist auch ein rotes T. Siehst du das da oben? Da hinkommen? Ach, ja. Ja, hier neben über die Leiter. Und dann kann der Trader dort die Tür öffnen und. Wie viele Runden haben wir noch? Oh, noch drei Runden, dann könnten wir das. Ah, jetzt weiß ich, woher ich das weiß. Ich habe das bei HWSQ meiner Folge gesehen. Dadurch, richtig. Ja, klar. Ich war hier oben noch nie. Interessant. Mhm. Wer rennt da unten? Emperor. Ja, ja, ich bin immer noch hier unten. Ich komme hier nicht rein. Nee, ich leider auch nicht. Nee, scheiße, gell? Ja. Strohhütchen, lebst du noch? Ah, ich hänge. Geht's nicht mehr. Ja, ja, doch. Noch. Aber ich hänge irgendwie ständig fest. Frag mich, wann der Traitor hier mal in Aktion tritt. Also hier läuft es so, das ist Strohhütchen, war das, glaube ich, die da gerade stand. Ja. Okay. Ich bin nicht runtergefallen. Oh Gott. Vorsicht, ich bin hinter dir. Ich sehe dich. Ja. Alles gut. Hatschu! Oh. Entschuldigung. Ja, ist so tight. Vorsicht, ich bin vor dir. Ne, ich wollte mal gucken, ob Vorsicht, ich reagiert. Vorsicht, ich bin hier. Mhm. So, wir sollten mal aus der. Ja, das kann der nicht mehr schaffen. Kannst es nicht alle. Ja, gut, du kriegst da noch 30 Sekunden Haste Mode Overtime für jeden Kill, aber trotzdem. Angus, lebst du noch? Ja, ich lebe gut. Noch. Gut. Strohhütchen? Jo. Und der Erwin? Ja. Ja, dann. Lol. Aber ihr habt Wer schon geguckt, dir? Unten links mal geguckt, ob da was Rotes steht, oder? So. Ja, so 4, 3, 2, 1. Ich habe ja keine Möglichkeit gefunden. Ich habe euch erstmal wie blöde gesucht. Jetzt hat ihr auf jeden Fall wieder alles zusammen. Es, ja. Doch, ist da ein Killerverdacht. Ist er. Ich hab der Boomerang. Ich hab ihn. Ja, da. So. Ist ein Killerverdacht gewesen, Engels. Ja, komm, die Runde war um. Ja. Ich habe echt keine Möglichkeit gehabt. Ja, das war mir eben auch so. Das war echt scheiße. Ah, ja. Entweder seid ihr unauffindbar oder ihr seid zusammen. Eins von beiden ist es immer. Ja, genau. So ist es. Ja, wir hängen immer zusammen. Weil der Perro gesagt hat, vielleicht ist es in der Erwin. Wer ist denn Altfeld? Sowas ist doch scheiße. Altfeld? Wenn ich denn jemanden entwickelt hätte. Guck die Klingel gerade ab hier. Altfeld, Torwald. Ja. Und Fulk, oben drüber kommt Fulk. Und Bierdurst. Gibt's auch noch. Ja, nett.
Aber das ist nicht aus bei Werner ist das, da müssen Sie mal bei Biernot klingeln, ne? Oder Biernot fragen. Ach, Biernot. Echt? Ja? Ja, Biernot heißt der Hausmeister, wo der doch den Schlüssel für den Heizraum braucht. Okay. Weil oben das Klo überläuft. Klassiker. Ja, Werner 1 ist immer noch der Beste. Klassik. Der Klassiker von Teresa Orlowski. Oh Gott, jetzt. Ja. Sag mal, gibt es eigentlich irgendeine Fortsetzung, die mal besser war als der erste Teil? Von Teresa Orlowski? Außer Terminator 2, weil der war wirklich Bombe. Ups, sorry. Ja, das stimmt, ja. Ach, der kommt mir gar nicht rein. Danach war einfach nur Scheiße. Terminator, also ich fand, der zweite war noch ganz gut. Ja, ab dem dritten wurde es richtig. Und die Erlösung hätte ich beinahe kotzen können. Also, Ja, aber jedes Mal irgendein anderer Schauspieler. Also irgendwie sieht er da immer wieder anders aus. Ja. Christian Bale sieht völlig anders aus als dieser alte. Jetzt darf ich jetzt nicht sagen. Dieser völlig anders aussehende Typ da, der so ein bisschen anders aussieht. Ja. Ja, ja. Das stimmt. Das ist plausibel erklärt, oder? Ja, auf jeden Fall. Nein! Emperor. Ah, ja, ich glaube auch, ja. Das konnte nur eins sein, aber ich weiß nicht, weil Strohhütchen kann das nicht. So, dann schauen wir mal. Ich meine, die ist geladen. Ich habe Blitzpulver drin, damit man gleich schön ein Foto machen kann. Das klingt aber nett. So. Ich verlaufe mich hier wieder. Also, das ist schon mal nicht beim Dings. Aber er hat früh angefangen, das war schon gut. Weil jetzt hat er noch 3 Minuten verraten. Zeit. Ja. So. Ich sehe nichts. Da geht's ja noch weiter runter. Ah, erst draußen. Ja, ich komme. Ja, ist aber schon zu spät. Sorry, aber da muss das macht doch nichts. Schneller reagieren. Ja. Ja, und sonst so. Ja, und dann Ja. Immer das Gleiche, du. Immer das Gleiche. Ich freue mich morgen schon auf Deadpool. Ja, glaube ich. Ach Mann, jetzt suche ich dich hier. Jetzt stehe ich hier und singe. Kommen Sie von nah und fern. Aha. Sie wollen ganz viel Ütje, die leckeren Knabbereien. Mann, jetzt habe ich dich eben gesehen. Scheiße, jetzt habe ich dich wieder verloren. Kacke. Ah, das ist doch echt zum Kotzen. Mist. Ich such dich auch. Wir laufen ja aneinander vorbei. Ich lass uns doch mal verabreden. Ja, hi nun. Hier irgendwie unten oder. Mist. Hallo Katzenlord, wo ist er denn? Ja, der Katzenlord. Komm okay, ich bin jetzt unten beim Trabi. Komm mal unten an den Trabi. Ach, ich stehe natürlich jetzt nicht direkt beim Trabi, aber. Ja, das Problem ist, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verlaufen. Okay. Oh Gott, ey. Ist hinten so hell. Ach so, da ist wieder die Pan. Ja, vom Wegen am Trabi. Ja, meinst du, ich warte da direkt auf dich oder was? Ja, wäre doch mal nett gewesen. Aua! Danke! Jetzt durfte ich auch mal Traitor sein. Also, ich muss jetzt sagen, auf dieser Map halt schallgedämpfte Katze ist die beste Waffe. Nochmal streicheln? Ja. Wobei, du steckst, wenn man das so von außen sieht, steckst du einfach von unten was rein in die Katze. Ja. Test, hört man mich jetzt? Ja. Ja. Gut, okay. Ja, wie gesagt, Dragonflyer grüßt euch alle drei. Ah, super, dankeschön. Schöne Grüße zurück. War der nicht beim letzten Stream auch dabei gewesen? Ich glaube ja. Ja. Und ich kann mich schon erinnern. Wir haben uns dann alle Tage gefreut über Dragonflyer. Hallo, Dragonflyer. Boah, ich habe den jetzt zu meinem Mod gemacht. Ach, ah, ja, super. Cool. Habe ich endlich mal wieder erwähnt. Hoffentlich war das ein Shadow fast. Ist das schön? Ja. Das ist eine gute Idee. Der ist wirklich sehr engagiert, der Junge. Okay, super. Super. Ich bräuchte auch noch einen Mod. So. Oh, ey! Scheiße. Sorry! Du darfst jetzt einmal zurückschießen, aber nicht in den Kopf. Nee, du hast mich nicht getroffen. Passt schon. Okay. Ist ja wohl nicht, wa? Ach ja, ich bin innocent. Ja, ich auch. Ja, Tito.
Wie immer. Ja, Pero hat sich gesagt, dass er in uns. Doch, hab ich doch. Tito, ja, ich hab gesagt, Tito. Ja. Ja. Mein Ja. Ja, doch. Ja, schön, freut ihm auch. Sehr schön. Schön. Dann sind wir ja schon mal fünf. Genau. Die sich freuen. Nee, Ach nee, Dragonflyer meine ich jetzt. Der hat geschrieben, ja, dass es ihm freut, dass, dass ihr euch gefreut habt. Dass ja, ja, es war klar, das haben wir so verstanden. Ach so! Ja, sorry. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ich habe euch jetzt gerade nicht so viel schlau gehalten und so. Ja, ich hab's gemerkt. Man unterschätzt uns am Anfang immer ein bisschen. Ja, ja. Aber in unseren niveauslosen Witzen liegt unsere geistige Tiefe, weißt du? Ja, genau. Das ist richtig. Die ist tief verborgen. Ja. Ah, mir juckt schon wieder die Nase. Was ist denn heute los irgendwie? Ist Geld oder ich wollte Kurs? Ja, ich glaube, das liegt an dem fehlenden Kurs. Ich brauche unbedingt nochmal eine Lehre. Meine Idee hat er genommen. Scheiß auf Geld. Koks ist besser. Ui, ist aber dunkel. Weißes Pulver. Ey, aber warte mal, Leute, ich spreng mal gerade die Fässer so aus Sicherheit. Also, ja, ist keiner da? Bupp, alles klar. Check. Ey. Ich hab ein gutes Versteck gefunden für später. Oh, das ist der Angus. Ja, aber ich hab nicht geschossen. Wer hat denn da gerade hast du nicht? Er stand doch da in die gleiche Ecke, willst du mich ver... Ach, hier geht's ja runter. Ist ja geil. Der Erwin macht wieder bin Plätze. Hier gelandet. Was? Ich mach gar nichts. Du bist so dreckig am Lachen. Das ist doch nichts Neues. Ja, dann hackt er aber wieder was auf. Weißt du, das ist wie dieser... Das ist dieser Michel von Lönneberger. Wenn der wieder am Lachen ist, oder dann sitzt er wieder im Holzschoppen, sitzt, ist am Schnitzen und hackt wieder was aus. Ja, ja. Wo ist denn hier der Holzschoppen? Ich geh mal den Erwin suchen. Wo ist denn hier der Holzschoppen? Nein, mach das, ist eine Falle. Ah, das ist eine Traitor-Falle. Ich verbarrikadiere mich jetzt hier oben, so. Oh, klingel mal bei Fulks. Hallo, Tobi? Tobi, bist du da? Nee. Er hat sich die Toilette runtergespült. Okay. Vor lauter Traurigkeit. Ja. Ah, warum hast du keine Waffe? Hier, da, warte. Da. Ich habe einfach keine ausgerüstet. Okay. Gut, darf ich dann vorbei? Ja, gehen Sie durch, werte Dame. Ich glaube, das geht nicht, wir sind zu fett. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir backen. Engels, was ist denn los? Okay. Was ist jetzt los? Also einer von den beiden, wir waren gerade beide zusammen. Ja. So, gut. Brauchst du noch eine Waffe, oder? Ich habe eine Shotgun, ich versuche mal mit der. Ja, die ist angeschlossen praktisch. Okay, sehr gut. Hast du den Gegner schon gefunden, gesehen oder so? Nee, noch gar nichts. Ich würde jetzt mal Richtung rausgehen. Ah, da ist er doch. Wo denn? Scheiße! Der stand hier bei Volks. Verdammt, ich wollte gerade in den Ruchen gehen, weil ich so gut bin. Ich hab mich teleportiert, ich wusste nicht, wo ich rauskam, und dann bin ich genau vom Erwin gespawnt. Ja, ich war gerade dabei, die Tür irgendwie zu verbarrikadieren, damit da keiner durchkommt. Ja, auf einmal blitzt er wie aus Terminator. Wir waren ja gerade bei Tür. Wie aus Terminator kommt er da in so einer Blase aus Licht und schreit er mir alles weg, der Traitor. Ja. So ein Arschloch. Nice. Das wird also spannend für die nächste Folge, würde ich sagen. Ja, aber hallo, das würde ich auch sagen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.